Was passiert eigentlich, wenn ihr eure geliebten Videospiele zu einer Grading Company schickt? Ich sag's euch. Zuallererst müsst ihr das Spiel natürlich einschicken. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr alles ordentlich schön in Luftpolsterfolie einpackt. Oder noch besser, wie zum Beispiel hier bei Pixel Grading, die sind aus Deutschland, bringt's einfach persönlich vorbei. Dann, bevor es überhaupt an die Bewertung des Zustands geht, könnt ihr immer noch, und das würde ich euch immer empfehlen, optional eine Reinigung dazu buchen. Dann könnt ihr den ganzen Staub, die ganzen Mikrokratzer teilweise sogar, von dem Game entfernen und somit bekommt ihr teilweise eine höhere Bewertung. Jetzt geht es aber immer noch nicht an die Bewertung des Games, sondern erstmal muss die Echtheit überprüft werden. Da hat natürlich jedes Grading-Unternehmen so ihre eigenen Richtlinien, da können wir selber nicht reingucken, aber wagt es ja nicht, eine Fälschung einzuschicken, sonst geht's in den Knast. Jetzt geht es aber endlich mal an die Bewertung des Games und das unterscheidet sich auch wieder bei den Unternehmen. Bei Pixel Grading, aber auch bei VGA beginnt es bei 1 bis 100 und bei Warta zum Beispiel bei 1 und endet dann bei 10. Nimmt sich am Ende des Tages nichts, ist dann ehrlicherweise eine Geschmackssache. Aber was wird natürlich genau bewertet? Natürlich der Zustand des Spieles selbst. Der ist bei solchen Hardcase-Games natürlich meist recht gut, weil die auch echt robust sind. Aber was auch bewertet wird, ist natürlich das Ziel an sich. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei Pixel Grading angucken, seht ihr, die Box hat eine 90 bekommen. Ich meine, die sind ja auch relativ stör- und kratzerunanfällig. Hat das Ziel aber allerdings nur eine 85 bekommen, weil, keine Ahnung, da schon so ein paar Mikrokratzer dran sind. Ja, und dann kommt es am Ende in so ein schickes, tolles Acrylcase. Die sehen auch echt verdammt gut aus. Ist aber auch wieder eine Geschmackssache. Bei Warta sieht es wieder anders aus. Bei Pixel Grading und VGA ist es so ein schönes, abgerundetes Acrylglas. Das gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Und dann, ja, habt ihr endlich euer schickes, tolles Sammlerstück für die Sammlung. Ich kann es ja nicht mehr irgendwo hinstellen. Natürlich hat man manchmal nicht einfach nur so ein standardisiertes Spiel, sondern sowas hier zum Beispiel, eine Big Box von der PlayStation 3. Das passt natürlich nicht in so eine Standardgröße. Das Geile ist, bei so Unternehmen wie Pixel Grading, da gibt es auch Custom Cases, wo ihr auch mal sowas Exotisches reinpacken könnt. Außerdem schützen die Cases vor Staub und sogar vor Sonnenlicht. Ja, das ist bei Pixel Grading sogar mit drin. Bei den anderen Unternehmen kostet das ein bisschen was extra, aber würde ich immer empfehlen, weil wenn es mitten im Sonnenlicht steht, dann habt ihr in 10, 20 Jahren nicht mehr so viel von eurem Spiel. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, voll anstrengend, ich schicke da jetzt gar nichts ein, dauert ja viel zu lange, hey, checkt einfach unseren Shop ab. Wir haben jede Menge gegradete Games auch auf Lager. Link in der Bio.